Hey Leute, GDF Part 4, Global Defense Force. Waffentechnisch werde ich jetzt, ich muss mal kurz gucken, es geht gegen große Gegner. Sehen eigentlich lächerlich aus, sind UFOs mit Beinen. Die UFOs habt ihr schon gesehen, ich glaube im letzten Part, im zweiten Level davon. Es sind nicht viele, aber ja, schauen wir mal, ne? ich nehme auf jeden Fall, ich nehme Suchraketenwerfer mit. Die Firecracker bringt mir halt einfach nichts. Ich würde die euch gerne mal zeigen. Das nicht, aber ich brauche irgendein Maschinengewehr. Nehmen wir jetzt das standardmäßige. Und einen Missile Launcher. Damit ich so viel zielen muss. Ja, der ist gut. So, eigentlich so ein Standardding. Der Emerald M. M-Load M. Emerald, sag ich. Das ist, hallo, das ist kein Diamant. So wie bei Sonic oder was? Nee. Der M-Load M. Ist so ein, wie der erste Raketenwerfer, nur zielsuchend. Der erste, der im Spiel vorkam, ne, der findet alles selber. Mecha Attack, let's fetch. Los geht's. Ja Leute, wissen wir ja, die Ladesequenzen, da sackt die Engine runter, beziehungsweise da sackt der Dings runter. Emulator. Das Schöne ist, man weiß immer vorher gar nicht, wen er anvisiert. Das hat sich bei den aktuellen Teil beim EDF 2025 auch ein bisschen geändert. Da hat man so eine Lock-on-Funktion. Da hält man die Taste gedrückt. Dann macht es beep, 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 beep. Und der hat mehrere Ziele anvisiert. Also so viel wie der Raketenwerfer tragen kann, hat er halt auch anvisiert. Und ja, dann geht das dementsprechend wirklich ein bisschen gezielter los. Treffe ich dich nicht? Nee, 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 hier nicht, ne? Also, so mein nicht, mein Junge. Performance ist mal wieder echt langsam. Und das ist übel. In dieses Feuer sollte man nicht unbedingt reinkommen. Selbst wenn man relativ viel Lebensenergie hat, das zieht wirklich runter. Also, den kann ich jetzt eigentlich hier recht cool mit dem Raketenwerfer belagern. Weil da kommt noch eine Welle. Das ist nicht so schlimm. Aber der kommt mir zu nah. Und wenn, wie gesagt, dieses MG-Feuer ist, das ist schon übel. Das knallt richtig, richtig, richtig rein. Noch eine Rüstung. Heilung war ja eigentlich nicht. Das sind noch Rüstungen. Da kommen auch noch die paar Jungs. Das Level ist sehr kurz. Also ich muss unbedingt noch einen spielen, weil sonst ist das... Ich will euch nicht verarschen hier mit dem 5-Minuten-Part. Also... Weil viel mehr wird das dann sonst nicht. Arsch. Die haben auch Waffen, die haben echt Reichweite. Habe ich gerade mal wieder so nebenbei gemerkt. Das MG staggert ihn so richtig schön, das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Klappt aber leider, wenn er in dem Schussmodus drin ist, nicht so ganz. Na komm, die Rüstung hätte ich gern noch. Vielleicht habe ich es noch. Ich weiß es nicht. Haben wir nochmal einen neuen M-Load? Ich weiß bloß nicht, ob ich den schon hatte. Werden wir gleich wissen. Er schimpft mich. Ich rauche wieder, Leute. Ja, das war der M-Load M. Wir haben einen M-Load Zero bekommen. Okay, also ich hatte vorher schon einen besseren eingesammelt, wie es aussieht. Jo. Der hat ein bisschen bessere Homing-Rate, also zielsuchend.
Aber ansonsten kein Unterschied. Behalten wir den noch einfach mal. Gucken ins nächste Level, was da kommt. Urban War ist im Prinzip, ja gut, das sind dieselben Gegner in ein Stadtlevel verlegt, wo jetzt eben kein Fluss dabei ist. Es ist nicht Land, das ist vielleicht Tokio oder sowas. Ich habe irgendwo auch mal gelesen in irgendwie so einer Art Wiki zu dem Spiel. Ja, es gibt Leute, die machen zu solchen Spielen Wikis. Dass es da wohl Tokio und London gibt, obwohl das sieht auch eher viktorianisch aus, wenn ich mir die Gebäudestruktur hier angucke. Aber mir ist es egal. Wenn ich hier fertig bin, steht hier eh nichts mehr. Sorry. Ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Spielt das Ding im Zweispieler-Modus. Habt irgendwie Granaten einer dabei. Einer hat Zielsuchende oder normale Raketen. Ist scheißegal. Danach steht hier nichts mehr. Ist auch. Ich sammle jetzt das Loot ein. Es zackt wieder ein bisschen die Framerate runter. Ist mir aber gerade wurscht. Ich baller weiter, weil die. Meine Raketen, die machen das. Das haut schon hin so. So. Man könnte jetzt echt sagen, okay, es gibt Spiele mit mehr Tiefgang und Taktik. Ja und? Scheiß doch drauf. Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Vor allem ist es halt wirklich so. Ich habe Kumpels überredet, dieses Spiel zu spielen. Die haben das vorher nie gesehen. Kurz bei mir reingeschaut, wie ich das am Sofa gespielt habe. Und waren hin und weg. Das ist halt wirklich so. Jo, Flugstunde! Es macht halt einfach Spaß. Ich habe es in einem vorigen Part schon erwähnt. Komm aus der Arbeit, sei angepisst von der Arbeit, sei angepisst von der Inchess oder weißer Deibel, was auch immer. Du spielst das Ding eine halbe Stunde und alles ist wieder im Reinen. Das Blöde bei dem Spiel, es bleibt halt meistens nicht bei einer halben Stunde. Ich muss ja schon fast zusammenreißen, dass ich hier nicht irgendwie Sessions mache, wenn ich aufnehme, die halt länger als wie eine Stunde dauern. Jetzt mit Probe. Ja, es ist Fun pur. Und es ist London, jetzt sehe ich es. Definitiv, da hinten ist Big Ben. Haben wir den nicht im ersten Level schon kaputt gemacht? Die bauen ja echt schnell wieder auf, die Jungs. Muss ich echt sagen. Wenn hier was zerstört und das Level kommt nochmal wieder, dann steht das auch alles wieder. Also können wir jetzt auch hier, komm, machen wir ran, alles egal. Hauen wir ja alles zu Klump. Da kommen die Architekten, da kommen die Bauarbeiter, da kommen die Restaurateure, alles wieder gut. Es ist schön. Und jetzt, das ist auch mal was, ich mache das jetzt bewusst mal seitlich, weil die gleichen Gegner anvisiert. Das ist eine schnelle Rakete. Hä? Nicht hier Sky Turtle. So. Ja, ich hatte keinen Bock, über den Zaun zu springen. Das ist nämlich echt schwer. Der ist ein bisschen zu hoch. Ach, komm hier, ey. Altertümliche Gebäude, wenn wir die haben. Das musste jetzt sein, Leute. Ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, wie weit das da hinten bis zu diesem Riesenrad ginge. Ich kann es euch nicht sagen. Ob man das auch zerstören kann, müsste ich tatsächlich mal mit einer normalen Rakete oder sowas später mal probieren. Das macht mir gerade... Ich habe jetzt echt gedacht, die Brücke lädt da irgendwie nicht richtig. Dass da irgendwas kaputt ist. Dass das Spiel nicht mehr läuft, aber es waren halt einfach bloß fehlende Texturen. Das ist halt immer so. Ja, der latscht halt da hinten rum. Es gibt kein Zeitlimit. Gehen wir doch mal hin. Ach komm, Leute. Ich roll auch. Geht schneller. Ich würde es halt einfach gerade wissen. Beim Durchspielen bin ich nie auf die Idee gekommen. Nee, bin ich nie. Aber jetzt. Ist ja bloß ein Let's Play. Ihr denkt wahrscheinlich, ja mei, warum geht der nicht zu dem letzten Gegner, macht den einfach platt. Okay, jetzt ist klar, wissen wir, Levelbegrenzung passt schon. Ich werde das dann mal, ich hoffe, ich denke dran,
Ich werde dann das nächste Mal einfach mal probieren. Okay, knallen wir da halt mal mit Raketen in die Richtung, die nicht zielsuchend sind. Vielleicht geht das Ding auch kaputt. Ja, es ist jetzt so eine kleine Prinzipgeschichte. Das Riesenrad und ich, ja, das ist eine lange Feindschaft. Fragt euch bitte nicht, ob ich immer so einen Stuss laber. Ja, guckt euch ein paar von meinen Trash- und Retro-Videos an. Ich laber immer so einen Stuss. Muss, ne? So, komm, das Gebäude muss weg. Ich brauch Platz. Wir laufen, ne? IDF-Soldat braucht seine Freiheit. Relativ wichtig, ja genau, ne? Relativ wichtig zu versuchen, den letzten Gegner, denn wenn es gerade so großer ist, tatsächlich so zu erwischen, dass man sagt, okay, ich versuche zumindest noch das Loot zu erwischen, mitzunehmen. Ganz, ganz wichtig auch, es gibt dann nachher Bossgegner, da hat man in dem Level wirklich bloß den einen riesen Fatzke da rumhängt, den man niedermachen muss. Aber, ja, bringt halt nichts. Wenn man dann nicht in der Nähe steht, kriegt man den Loot halt einfach nicht und schade. Wäre wirklich, das ist dann wirklich immer sehr schade. Wir haben einen Granatenwerfer. Grenade Launcher. Aber der ist wieder zeitverzögert. Er macht ein bisschen mehr Booms, aber ja, ne. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz, das mache ich jetzt noch, wird halt so ein 20 Minuten Video, das war schon All Ace. Okay, Granaten wären da ganz gut. Die Firecracker sind eine Art Granate. Ich versuche es mal, damit ihr wenigstens mal seht, was das für ein Scheiß ist. Ich mag sie nicht sonderlich. Sind halt so richtig schöne Clustergranaten mäßig. Und waffentechnisch, da hat sich nichts getan. Nehmen wir mal die mit, die hat einfach mehr Schuss. Klar macht die wesentlich weniger Schaden, also muss die halben Schaden von der ersten. Macht aber nichts. Gehen wir mal jetzt mal. Wir kriegen jetzt neue Gegner. War jetzt auch schon in dem Vorschaubild zu sehen. Machen wir mal die Platte. Oh, wieder eine fulminante Zwischensequenz. Ich glaube, in Bezug auf Zwischensequenzen benutze ich das Wort fulminant gerne. Spider-Pig. Die sind übrigens arschig. In hohen Levels sind die richtig arschig. Die Spinnweben kleben an einem. Und da klebt dann nicht ein Spinnwebe an einem, sondern ganz gerne auch mal 10 bis 20 oder sowas. Das ist jetzt kein Witz. Da geht die Lebensenergie runter. Da kann man wirklich zugucken. Und selbst wenn man dann weit über 1000 Punkte hat oder sowas, das ist bitter. Erstmal bitte Platz. Das ist eine klasse Granate, die jetzt nicht so viel bringt. Hier habe ich das Scheißgefühl, verdammte Axt. Ich habe da jetzt gerade mit der nichts getroffen, ne? Ach, ich merke gerade einen Unterschied. Ich spiele zu viel von diesen Spielen. Das merke ich. Da kleben jetzt schon. Spinnen wir mal uns. Ich spiele zu viele von den Spielen. Ich immer mit meinem Abkommen vom Thema. Ja, ja. IDF 2025, ich weiß nicht, ob der 2017er, der erste auf der Xbox 360 auch das hat, da ist halt dieser Granatenbogen so ein bisschen eingezeichnet, das macht's ein bisschen angenehmer. Aber nützt das, wenn man eine Granate 20 Meter schmeißen kann und der Explosionsradius ist 30. Heißt wieder einfach bloß, ich nehme meine Beine in die Hände. Arme und Beine ergeben eine rotierende Scheibe. Jetzt, das geht jetzt hier einfach noch, weil ist halt einfach noch nie wirklich so viel los. Aber so schön, die bekleben sich selber. Ah! Kleine Anmerkung noch, im aktuellen Teil, im 2025er, ich muss das Ding unbedingt let's playen, ey, lass mich mein Equip besser werden, gibt's diese Spinnenweben als Waffen. Für eine Charakterklasse. Das ist jetzt kein Witz. Das ist... Es sieht übrigens immer noch so schäbig aus, dass das hier so an einem dran bappt und dann einfach... Ja... Ist trotzdem... Ist optisch schön anzusehen, muss ich sagen. Und,
Und erwischt dann halt auch so, weil das dann so ein Spree-Effekt hat. Halt auch mal ganz gerne 5-6 Gegner auf einmal. An denen das bappt und die ganze Zeit, wie es bappt, bei denen auch die Lebensenergie runterrückt. Das ist übrigens bei der Charakterklasse, ich glaube, die heißt Air Raider. Hört sich jetzt ein bisschen vom Namen her verkehrt an, muss ich tatsächlich sagen. Weil das ist die Unterstützungsklasse. Die ist auf Fahrzeuge aus, die kann Fahrzeuge ordern, die kann Schützentürme basteln, hinstellen, Raketentürme, MG-Türme, bliblablub, Lasertürme, das macht alles richtig, richtig fun. Das war jetzt kürzer als erwartet. Toll, ich krieg nochmal den Firecracker und den Flamethrower, braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Ich werde ihn auf jeden Fall im nächsten Teil mal nutzen, wenn es einigermaßen geht. Werde ihn ausprobieren. Aber ich mache jetzt hier trotzdem mal Feierabend. Das war's für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer L. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao.